Ich bin vor kurzem auf ein Video gestoßen, in dem eine Statistik behandelt wird, nach der bis 2030 45% aller Frauen zwischen 25 und 44 kinderlose Singles sein werden. Das Video ist für meinen Geschmack wirklich ganz solide und ja, es macht sogar Hoffnung, dass inzwischen auch immer mehr Frauen gewisse Trends hinterfragen. Zum Beispiel macht die Lady hier deutlich, dass es medial grundsätzlich glorifiziert wird, wenn Frauen als starke Singles auftreten, während man bei Männern fast schon verhöhnend von Vereinsamung spricht. Ich denke mal, das dürfte dir auch auffallen. Und das ist auch echt eine komplette Verkehrung der Realität in Bezug auf soziologische und evolutionäre Eigenschaften von Männlein und Weiblein. Also Männer sind von Natur aus eher individualistisch unterwegs und Frauen eben eher sozial bzw. kollektivistisch. Das heißt, keinem gesunden Mann der Welt macht es im Kern etwas aus, alleine zu sein, gerade wenn man bedenkt, dass er bis ins hohe Alter zeugungsfähig ist. Für Frauen hingegen läuft individualistisches, naja, nennen wir es mal Empowerment, dem gemeinschaftlichen und familienbildenden Trieben ganz klar zuwider. Wenn also Frauen Familie für Karriere opfern und wenn sie auf immer mehr Gebieten gleich und besser Verdiener werden, dann hat das für das Volk halt entsprechende Konsequenzen. Und wer mir jetzt hier kommt mit "Du bist ja nur neidisch" oder "Frauen werden halt unterdrückt", der hat einfach gar nichts gelernt und der versteht auch die männliche und weibliche Magie nicht wirklich. Guck dir das Video gerne mal selbst an, ich verlinke es dir unten. Es wird hier nämlich auch drauf eingegangen, dass Frauen nach wie vor hinaufdaten bzw. hinaufheiraten. Ist einfach so, genauso wie es morgen früh wieder hell werden wird. Das heißt, dass die Gruppe von Qualitätsmännern, welche Frauen als Beziehungsmaterial betrachten, immer kleiner wird. Diese Frauen bleiben also lieber Single, lassen sich scheiden oder sie betreiben wildes und zügelloses Partnerhopping, was in der Folge massive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit von Frauen hat. Auch darüber gibt's haufenweise Studien und Untersuchungen. Frauen schadet's Männern nicht, auch wenn man sich noch so viel vormachen will. Und je mehr sich diese Phänomene bei Frauen aufzeigen, desto unattraktiver werden sie auch für hochwertige Männer.